Sind Sie auch ein Genussmensch? Trinken mal gerne was Leckeres, zu einem guten Essen zum Beispiel, ein schönes Glas Wein. Dann geht es Ihnen wie vielen anderen Menschen. Da spricht auch gar nichts dagegen. Das ist ja auch ein Stück Lebensqualität. Aber wie sieht es aus, wenn das Gläschen Wein oder das Bier zur Gewohnheit wird? Oder die Tablette am Abend, um besser einschlafen zu können? Wann wird aus Gewohnheit Sucht? Oder wie die Fachleute sagen, wann liegt eine substanzbezogene Störung vor? Sucht im Alter. Ein sensibles Thema, mit dem wir uns in dieser Ausgabe der Pflegewelt bewegt von AXA beschäftigen wollen. Und ich freue mich sehr, dass Dr. Raphael Gassmann heute bei uns ist, Geschäftsführer der DHS, der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Dr. Gassmann, welche Erfahrungen haben Sie im Laufe Ihrer Tätigkeit mit dem Thema Sucht im Alter gemacht? Also wir haben noch in den Nullerjahren erlebt, dass das niemanden interessierte. Das interessierte die Wissenschaft unter dem Strich nicht. Da wurde nicht geforscht, da wurden keine Zahlen erhoben, da wurden aber auch keine bestimmten Therapien entwickelt und, und. Und es wurde nicht in der Breite diskutiert und besprochen. Es wurde gemunkelt, dass es da wohl Probleme geben könnte mit Medikamenten vor allem. Und weil das gab es ja damals auch schon. Ja. Das Problem, was wir heute ganz deutlich sehen inzwischen, das gab es auch schon vor 10 Jahren, das gab es vor 20, vor 30, vor 40 und vor 50 Jahren. Weil es die Medikamente gab, weil es Zigaretten gab, weil es Alkohol gab. Und das zu konsumieren hört ja nicht auf, wenn man 65 wird. Ganz im Gegenteil, bei Medikamenten geht es ja unter dem Strich erst richtig los, je älter man wird. Und das hat sich in den letzten paar Jahren, hat sich das deutlich geändert. Aus verschiedenen Gründen. Das ganze Thema Alter ist mehr aufs Tablett gekommen. Auch darüber, dass es eine Pflegeversicherung gibt seit 15, 20 Jahren ja erst. Solche Entwicklungen spielen da rein. Das Thema demografischer Wandel ist in der Öffentlichkeit angekommen. Es wird auch immer teurer, die Gesundheitsversorgung, gerade für alte Menschen und, und. Also wir haben erlebt die Entwicklung, die Aufmerksamkeit ist jetzt da. Es gibt Angebote, sehr nützliche, sehr effektive Angebote, wenn da Probleme sind bei älteren und alten Menschen. Und es gibt eine breite öffentliche und wissenschaftliche Diskussion. Da hat sich sehr viel getan, ganz ausgezeichnete Entwicklung. Über die Angebote werden wir ja heute auch noch einiges erfahren. Es wird also inzwischen darüber gesprochen, man weiß auch, wer ist betroffen. Weiß man auch, wie viele betroffen sind, wie verbreitet das bei älteren Menschen ist? Also wir wissen, dass wir eine knapp siebenstellige Zahl, also Millionen plus haben bei alten Menschen Medikamentenmissbrauch, Medikamentenabhängigkeit. Wir wissen, dass wir eine sicher sechsstellige Zahl haben beim Alkoholmissbrauch. Da können Sie 300.000, 400.000 in der Literatur lesen, so ungefähr in der Dimension wird es sein. Und das geringste Problem ist beim Zigarettenkonsum. Wir werden gleich noch darüber sprechen, warum das so ist. Wenn wir überhaupt von älteren Menschen sprechen, wie alt sind denn die Älteren heutzutage, wo wir alle immer älter werden? Ja, genau, Sie haben es schon gesagt. Das hängt davon ab, wie der Durchschnitt ist. 65 plus in der Regel. Das ist das klassische Renteneintrittsalter. Ändert sich ja langsam, aber 65 plus sind in diesem Sinn in der Regel die Älteren. Und dann wird zunehmend auch noch geachtet auf die sogenannten Hochbetagten, viertes Lebensalter. Auch da sagen einige ab 80, andere ab 90. Aber da sind wir dann schon in den letzten Jahrzehnten. Welche Suchtprobleme gibt es im Alter? Sie haben gerade genannt Medikamentenabhängigkeit, Alkohol, Tabak. Was gibt es noch? Das sind die drei entscheidenden bislang. Und wir haben dann noch ein zunehmendes Problem mit älteren Heroinabhängigen, die zum Glück älter werden aus verschiedenen Gründen. Aber ältere Heroinabhängige sind nicht 70 Jahre alt, sondern 45 Jahre alt, weil dieses Gift eben noch viel schneller altern lässt als Alkohol und Zigaretten zusammen. Und es wird ganz sicher kommen, das Phänomen der älteren und alten Cannabiskonsumenten. Gibt es denn eigentlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was die Süchte angeht? Ja, da gibt es einen ganz deutlichen Unterschied. Traditionell bis heute, Männer neigen mehr zu auffälligem Verhalten, auch wenn es um Süchte geht. Mädchen und Frauen und auch alte Frauen, ältere Frauen, machen es nach wie vor eher unauffällig im versteckten Zuhause. Das heißt, harte Drogen, die einen entgleisen lassen und auch Alkohol, das ist eine Droge, ist die ja sehr dazu führt, ist eher was Männliches traditionell, Medikamente eher etwas Weibliches. Wir haben mehr alkoholabhängige Männer, mehr medikamentenabhängige Frauen. Sind ältere Menschen stärker suchtgefährdet als jüngere? Wenn es um Medikamente geht, ja, weil sie ihnen mehr verschrieben werden, weil sie auch mehr medikamentöse Hilfe brauchen. Wenn es um andere Suchtstoffe geht, nein, sicher nicht.
Und bei Zigaretten ganz klar, kaum jemand fängt mit 60 oder 70 Jahren an zu rauchen. Die Frage ist ja, wann und wie wird man süchtig? Sind da ältere Menschen gefährdeter als jüngere? Nein, das kann man nicht sagen. Das ist keine Frage des Alters und keine Frage des Geschlechts. Und wie kann ich erkennen, ob ein Angehöriger von mir süchtig ist? Welche Symptome gibt es da? Naja, grundsätzlich bei Abhängigen kreist der gesamte Alltag immer mehr um den Stoff. Also darum, entweder ihn zu bekommen, bei Medikamenten, Verschreibungspflichtigen, nicht immer einfach, oder ihn zu konsumieren, unauffällig möglichst, oder mit den Konsumfolgen beschäftigt zu sein, auch möglichst unauffällig. Mhm. Also wenn man dadurch geistig oder vom Verhalten her verändert ist. Aber wenn ich jetzt meine Mutter pflege und sie hat ihre Medikamente verschreibungspflichtig einfach immer da liegen, in dem schönen Medikamentenkästchen, morgens, mittags, abends, da stellt sich ja die Frage gar nicht der Beschaffung. Das ist ja immer da. Das stellt ja unter Umständen der pflegende Angehörige hin. Mhm. Wann merkt man, dass derjenige abhängig ist davon schon? Das kann man bei vielen Medikamenten leicht einschätzen. Gerade bei den Benzodiazepinen, die in der Regel als Entspannungsmedikamente verordnet werden. Das heißt sowohl Muskelentspannung, aber auch Schlafstörungen, geistige, seelische Unruhe und so. Bei diesen Benzodiazepinen gibt es die ganz klare Regel, 3 bis 4 Wochen, wenn es denn notwendig ist, ja, vielleicht auch 6 Wochen. Aber ab da ist das Abhängigkeitsrisiko enorm. Wird die in Kauf genommen? Oder könnte man das nicht auch, wenn man das weiß? Warum reagiert dann nicht der verschreibende Arzt? Naja, also da gibt's 2, die reagieren können. Das ist der Arzt und das ist natürlich auch der Mensch, der es nimmt, der es verschrieben bekommt. Und etwa im Falle von Schlafstörungen, da ist eine Pille zu schlucken sehr einfach. Aber zu sagen, ich ändere meinen Tagesrhythmus, ich gehe mehr spazieren, ich mache autogenes Training, ich beschäftige mich mehr mit mir selber oder eventuell sogar eine Psychotherapie. Mhm. Das ist natürlich alles viel, viel, viel aufwendiger, als jeden Tag 1 oder 2 Mal eine kleine weiße Pille zu nehmen. Wann spricht man beim Alkohol- oder Medikamentenkonsum von einem risikoarmen und wann von einem riskanten Konsum? Das heißt, wo ist das richtige Maß? Bei Alkohol wissen wir es inzwischen ganz genau und es ist, wie schon vorher zu ahnen war, bei Frauen anders als bei Männern, weil der weibliche Organismus empfindlicher ist. Aber unter dem Strich heißt es, 1 Glas Alkohol pro Tag bei Frauen, 2 Gläser Alkohol bei Männern. Ein Glas? Standard. In Bayern Gläser. Sind die größer? Genau. Das heißt, Bier 0,3. 2 Gläser bei Männern, 1 Glas bei Frauen am Tag, aber nicht jeden Tag in der Woche, sondern höchstens 5 Tage. Und nicht, wenn man krank ist. Bei Medikamenten kann man das wahrscheinlich nicht so klassifizieren. Es kommt ganz auf die Erkrankung an, Die entscheidende, in der Summe entscheidende Abhängigkeit von Medikamenten ist heutzutage die von Benzodiazepinen. Und da kann man es deutlich sagen. In den Beipackzetteln steht es drin, nicht länger als 4 bis 6 Wochen. Und dann wieder Gespräch mit dem Arzt und so weiter und so fort. Aber das steht da mit gutem Grund drin. Ab 4 bis 6 Wochen ist das Abhängigkeitsrisiko extrem erhöht. Und bei wenigen Monaten ist es gigantisch hoch. Welche Folgen hat denn eine Alkoholsucht oder eine Medikamentenabhängigkeit über Jahre? Was passiert da mit dem Körper, mit dem älteren Menschen? Ja, also zum einen haben wir die organischen Probleme, das heißt Alkohol, etwa Leber zum Beispiel, aber auch Medikamente, innere Organe, die geschädigt werden. Das Hirn wird geschädigt. Ganz entscheidend, es gibt Kreislaufprobleme, Herzprobleme, gerade bei Alkohol. Und je älter die Menschen werden, desto relevanter wird das, gerade im pflegerischen Bereich, die Sturzgefahr. Ganz deutlich, sehr viele alte Menschen sterben letztlich dadurch, dass sie gestürzt sind, mit unterschiedlicher Art von Todesfolge. Und sehr viele Stürze gehen eben darauf zurück, dass es eine Gangunsicherheit gibt. Und diese Gangunsicherheit ist in vielen, vielen Fällen nicht einfach altersbedingt, so nach dem Motto, mit 80 geht man halt nicht mehr so sicher wie mit 18, sondern eben auch durch psychoaktiv wirksame Medikamente oder, / und, durch Alkohol. Und insofern ist eine gravierende Auswirkung gerade bei alten Menschen, dass es direkt lebensgefährlich ist. Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil da muss man ja erstmal drauf kommen. Man denkt, er ist halt alt, deswegen geht er schlecht. Ja. Muss aber gar nicht der Grund sein. Herzlichen Dank für diese Ausführungen bis hierhin. Wir haben ja eine spezielle Fachklinik besucht und uns erklären lassen, wie man dort vor allem ältere Suchtkranke erfolgreich therapiert.
Herzlich willkommen in der Fachklinik Fredeburg. Mein Name ist Dr. Dieter Geier und ich bin der Chefarzt der Klinik. Die Fachklinik Fredeburg ist ein großes Behandlungs- und Rehabilitationszentrum für Suchtkranke mit insgesamt 290 Behandlungsplätzen. Wir behandeln alle Formen von Suchterkrankungen, das heißt die stoffgebundenen Süchte wie Alkohol, Medikamenten, Drogenabhängigkeiten, aber auch stoffungebundene Süchte. Und unter anderem haben wir einen Schwerpunkt in der Behandlung älterer Suchtkranker, für die wir ein eigenes Behandlungsteam haben. Viele Suchtkranke sind medizinisch unterversorgt. Und insofern ist es besonders wichtig, umfangreiche Laboruntersuchungen zu machen, Lebererkrankungen, Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus und andere ernste Erkrankungen auszuschließen. Nach der Eingangsdiagnostik werden die Patientinnen und Patienten nach therapeutischen Kriterien einer Behandlungsgruppe mit bis zu 12 Patienten zugeordnet. Ein Schwerpunkt in der Therapie ist die Psychotherapie, die in Einzelpsychotherapie und in verschiedenen Gruppentherapien durchgeführt wird. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die altersbezogene Zusammenfassung für die Patienten die Therapie sehr viel leichter macht. Mittels unserer Nachuntersuchung sehen wir, dass die älteren Patientinnen und Patienten bessere Ergebnisse erzielen als die jüngere. Das heißt, sie sind in einer höheren Quote abstinent und sie zeigen eine hohe Lebenszufriedenheit ein Jahr nach der Behandlung. Neben dem psychotherapeutischen Schwerpunkt legen wir auch Wert auf die Verbesserung der Alltagsfähigkeiten, Kochtraining, Hauswirtschaftstraining, Hirnleistungstraining. So können die Ziele der Verbesserung der Lebensqualität und der möglichst langen Unabhängigkeit auch im fortgeschrittenen Alter erreicht werden. Im Rahmen der Kreativtherapie bieten wir ganz verschiedene Materialien an, unter anderem Kratzbilder, Speckstein, Holz, also alles, was handwerklich und kreativ zur Verfügung steht. Uns ist immer sehr wichtig, dass die Patienten möglichst hier ein Hobby erlernen, was sie mit in ihre Freizeit nehmen können, wenn sie wieder zu Hause sind, um dort eine sinnvolle Möglichkeit haben, sich zu beschäftigen. Gespräche sind wichtig, aber für unsere älteren Patientinnen und Patienten ist es auch von hoher Bedeutung, die körperliche Fitness zu verbessern und wieder Spaß an der Bewegung, an der körperlichen Aktivität, alleine und in der Gemeinschaft zu gewinnen. Wir möchten bei unseren Patientinnen und Patienten das Interesse an einer aktiven und freudemachenden Freizeitgestaltung wecken. Dazu können Sie die Natur des Sauerländer Waldes nutzen, aber auch am umfangreichen Freizeitprogramm teilnehmen. Vor allem ist es uns sehr wichtig, dass die Patientinnen und Patienten sich während des Aufenthaltes hier wohlfühlen können. Das klang doch alles sehr positiv. Also ich glaube, man kann festhalten, es ist nie zu spät, um zu handeln. Wenn ich jetzt also den Verdacht habe oder denke, da ist eine Suchterkrankung bei meinem älteren Angehörigen, an wen wende ich mich? Was mache ich? Ja, also zunächst ist es nicht nur nie zu spät, es lohnt sich enorm. Also gerade im Alter, nicht nur auch im Alter, es lohnt sich enorm für Unabhängigkeit, für Unfallverhütung, für Lebensqualität. Und die therapeutischen Aussichten sind noch besser als bei jüngeren Menschen. Ja? Ja, deutlich höher. Das liegt vielleicht an der Altersreife der Menschen, vielleicht auch daran, dass sie Lebensqualität und deren Einschränkungen viel unmittelbarer erleben, als wenn man einem 18-Jährigen sagt, du verlierst Lebensalter durch Rauchen. Das ist ja theoretisch. Mhm. Bei alten Menschen ist es anders und sie haben ein bisschen mehr Lebenserfahrung mit sich selber. Woran auch immer, die Aussichten, das erfolgreich zu therapieren, sind besser als in jüngeren Jahren. Das ist ja interessant. Das heißt, die nehmen die Therapie schneller an, setzen das schneller um und werden auch schneller und gesund. Sind nicht schneller gesund, sondern man misst es danach, dass man nach einem Jahr guckt, wie viele von denen, die in der Therapie waren, sind noch unabhängig oder sind unabhängig nach einem Rückfall, haben den aber überwunden. Mhm. Und das sind bei alten Menschen sehr, sehr gute Raten. Ja. Wen spreche ich an? Den Hausarzt? Hausarzt ist eine gute Adresse, wenn es um Medikamente geht, aber auch wenn es um Alkohol und Tabak geht. Und natürlich Suchtberatungsstellen. Viele sind inzwischen sehr qualifiziert und spezialisiert auch auf dieses Thema in Bezug auf alte Menschen. Unter www.dhs.de gibt es da ein Verzeichnis, 1400 Beratungsstellen in Deutschland. Da kann man auch gucken, welche sind spezialisiert auf die Problematik bei Älteren. Da kann man das dann auch ambulant machen. Man muss nicht, wie in Fredeburg, was wir gesehen haben, in eine Klinik gehen.
Das ist nicht zwingend erforderlich, aber je nachdem auch in welchem Moment der Abhängigkeit man sich befindet. Aber die erste Ansprechstelle ist dann natürlich ambulant, sowohl für die Betroffenen selber als auch für die Angehörigen. Die beraten Angehörige genauso selbstverständlich und so gut wie Betroffene selber. Jetzt leben viele ältere Menschen in Pflegeheimen oder in Altenheimen. Wie wird dort mit dem Thema umgegangen? Ja, in Pflegeheimen wird es zunehmend beachtet. Es hat Eingang gefunden in die Ausbildung der Pflegekräfte. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Vor 20 Jahren spielte das da keine Rolle. Inzwischen ist es in der Ausbildung ein entscheidender, mitentscheidender Punkt. Die Aufmerksamkeit wird dadurch erhöht, die Professionalität. Aber im Pflegeheim ist natürlich immer der Punkt entscheidend. Für Medikamentenvergabe sind die Ärzte. Da machen die Pflegerinnen und Pfleger Beobachtungen, geben die weiter, können den Arzt auch ansprechen. Verantwortlich und entscheidend ist der Arzt selber. Bei Alkohol, Zigaretten sieht es natürlich anders aus. Da entscheidet das Heim und das Personal des Heims. Herzlichen Dank, das war sehr aufschlussreich. Herzlichen Dank für den Besuch bei uns, Dr. Gassmann. Gerne. Ihnen auch herzlichen Dank fürs Zuschauen, für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.